Der Clown ist bunter gekleidet als eine Londoner Werbetafel. Immerhin spielt er kein Akkordeon. Der Clown ist bunter gekleidet als eine Londoner Werbetafel. Immerhin spielt er kein Akkordeon. Ganz bestimmt nicht. Der Luftballon verplatzt wie eine Seifenblase. Mir gefällt das. Interessant für mich. Sie schauen mich noch grimmiger an als die Ziege in Loch Mara. Immerhin ist der Durchgang jetzt frei. Ich habe auch immer so ein Glück. Nein, ich hasse Kisten schieben. Ich weiß nicht, aber dieser Müll kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein. Ich konnte Hunde noch nie leiden. Dieser hier erinnert mich irgendwie an 20, den Köter aus Marseille. Sehe ich gestört aus oder was? Ja, bist ein guter Hund. Mir wurde gesagt, dass mein Onkel in dieser Sekte ist. George, ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, dass es sich dabei um die Neo-Templer gehandelt hat. Ich wollte ihm einfach nur helfen. Ich habe mich als Christine Ruh in ihren fanatischen Orden eingeschlichen, um meinen Onkel da rauszuholen. Als ich ihn allerdings dort traf, blieb mir fast das Herz stehen. Sein Blick war leer, wie bei einem Toten. Beängstigend. Er schien mir unter Drogen gesetzt worden zu sein. Noch schlimmer war jedoch die Tatsache, dass er ständig das Wort Tor vor sich hin stammelte. Hast du in Erfahrung bringen können, was er damit gemeint hat? Keine Ahnung. Mag sein, dass es an den Drogen lag, die man ihm meiner Meinung nach verabreicht hat. Das würde neben seinem Gestammel auch seinen leeren und beängstigenden Blick erklären. Warum war dein Onkel überhaupt bei den Templern? Ich schätze mal, er hat ihrem Lockruf nicht widerstehen können. Lockruf? Ja, George. 2 Millionen Euro. Hey, wenn ich so nachdenke, waren die Templer doch nicht so schlecht. Aber dieses Gestammel um das Tor macht mir immer noch Sorgen. Das lag sicherlich an den Drogen. Das mag ja sein, George. Doch wenn dieses Wort irgendwas mit den Plänen der Templer zu tun hat? Da kannst du recht haben. Aber wo gedenkst du mit deinen Recherchen anzufangen? Der Einzige, der von meinem Plan gewusst hat, war ein naher Bekannter von André. Ein naher Bekannter? Ja, ein Bekannter, George. Nicht mehr. Wie war sein Name? Jimmy McLaw. Ein englischer Geschichtskritiker, der sich lange Zeit mit den Templern beschäftigt hat. Warum hast du ihn überhaupt eingeweiht? Weil er mir Insider-Informationen rund um den Orden gegeben hat. Hast du ihn persönlich getroffen? Nein, das habe ich immer vermieden. Es hätte schließlich eine Falle sein können. Wir haben uns via E-Mail unterhalten. Er hat dich also nie persönlich gesehen und auch nicht deine Stimme gehört? Ja, er hat keines von beiden. Meinst du, er hat dich verraten? Das ist gut möglich. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das halte ich für keine gute Idee, George. Die Templer haben überall ihre Finger mit drin. Warum also nicht auch bei McLaw? Wir können diesen verrückten Neo-Templern doch nicht einfach tatenlos das Feld überlassen. Wer weiß, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Wo kann ich Jimmy McLaw finden? Er hat ein Landhaus in York, England. England, hä? Da war ich noch nie. Und nebenbei bemerkt hat es schon was zu bedeuten, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich noch nicht besucht habe. George, gib bitte nicht an. Ist doch so. Wo kann ich diesen McLaw eigentlich finden? Wie gesagt, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch so wie mir André erzählt hat... Dann finden wir ihn nie. Kannst du die Rivalität zu André nicht mal für eine Minute vergessen? Nicht mal für eine Sekunde. Naja, vielleicht solltest du in der großen Stadtbibliothek von York anfangen. Da McLaw, laut André, ziemlich viel liest, müsste man seine Adresse in der Kartei ausfindig machen können.
Nimm nach deiner Ankunft am Flughafen einfach einen Stadtplan mit. Darauf müsste die Bücherei zu finden sein. Werde ich machen. Okay, George. Pass aber auf dich auf. Ich melde mich sofort, wenn mein Flieger in York gelandet ist. Ja, ich könnte jetzt einige Fotos schießen, aber die... Nein, warum sollte ich das von der Wand... Nein, ich möchte gern noch etwas... Ja, die könnte ich in der Tat... Irgendwie fehlt mir jedoch der nötige George überwinden. Entschuldigung. Oui? Ja. Ich gehe dann mal. Das. Oh nein. Das ist die Stadtkarte von York. Ich bin hier. Und dort drüben ist die städtische Bücherei. Heute scheint nicht viel los zu sein. Was hämmert hier denn so? Als ich meinen Kopf dem viktorianischen Schreibtisch zuwende, erkenne ich die Quelle dieses unausstehlichen Geräusches. Eine Bibliothekarin traktiert die Tastatur ihres Computers. Ich hasse Computer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mit diesen Geräten umgehen kann.